Das Schicksal von Betty, es bewegt viele. Wir wollten eigentlich erstmal nur rausfinden, was ist da genau passiert. Und waren doch sehr überrascht, in welch dubiosem Milieu wir bei dieser Recherche gelandet sind. Da geht es bis hin zu illegalen Hundekämpfen, bei denen es um viel Geld geht. Unsere Spurensuche beginnt bei Betty in einer Tierarztpraxis. Oh, was ist da denn drin? Oh, was ist das denn alles für dich? Oh nein, auch mit einem Briefchen dabei. Fast jeden Tag kommen hier ein bis zwei Care-Pakete für die Hündin Betty an. Vor Wochen wurde sie schwer verletzt in diese Tierarztpraxis gebracht. Oh, du bist schwer. So, guck mal hier. Also sie ist total lieb, wirklich. Sie hatte einen Einbiss auch ins Auge. Und da hat es eine Operation gegeben. Ja, natürlich ist man geschockt. Man kriegt ein in einem dreckigen, blutigen Lappen eingepacktes Tier, was kaum noch lebt. Da fragt man sich erstmal und dann Leute dazu, die angeblich damit nichts zu tun haben wollen, ja. Dieses Video von Betty wurde gleich am ersten Tag gedreht. Ihr Bein war gebrochen, sie war übersät mit Bissen, Blut läuft aus dem Maul. Um die 80 Welpen soll sie geboren haben. Die Ärztin erzählt, dass sie noch nie einen Hund mit solch außergewöhnlichen Verletzungen in ihrer Praxis hatte. Sie hat einen Verdacht. Ich habe mir gedacht, Kampfhund, schwerste Verletzungen, Kampfverletzungen. Der Hund in einem erbärmlichen Zustand, wahrscheinlich irgendwie asoziales Milieu. Hundezucht, unerlaubte Art, das habe ich mir schon gedacht. Ein Milieu, in dem Hunde illegal gezüchtet und gehalten werden, häufig im Verborgenen. Diese Hunde sieht man nicht. Ich weiß nicht, warum man sie gefunden hat. Normal werden die vergraben, verbuddelt, was weiß ich, gehäckselt. Ich habe keine Ahnung. Also diese Hunde soll man nicht sehen. Weil diese Hunde haben ja eindeutige Spuren. Das ist keine normale Rangelei unter Hunden gewesen. Gehäckselt? Warum gehäckselt? Was soll hier vertuscht werden? Was ist das für eine Szene? Im Netz finden wir einige Hinweise auf illegale Hundekämpfe, auch in Deutschland. Es ist eine schwierige Recherche. Viele wollen nicht reden, haben sogar Angst. Einer, der sich dann doch traut, ist Stefan Kunkel. Seit Jahren beschäftigt er sich mit Kampfhunden und den verbotenen Kämpfen. Er zeigt uns ein Video aus dem Ausland, wie aggressiv Hunde sich verbeißen können. Und der braune, das ist der Pitbull. Ja, der braune ist der Pitbull. Und man sieht, der Hund zeigt keine Reaktion. Warum nicht? Er lässt von seinen Opfern nicht ab. Die stehen so im Modus drin und unter Strom, dass sie überhaupt nichts merken. Er hat jetzt sogar eben mit Pfefferspray den Hund besprüht. Das baut den Hund immer mehr auf und macht ihn immer aggressiver gegenüber dem anderen Hund. So würde das bei Kämpfen auch aussehen. Ja, so sieht es bei Kämpfen auch aus. Das Potenzial der Hunde ist eben da. Das ist jetzt der Elektroschocker? Ja, das ist der Elektroschocker, keine Wirkung. Immer noch Elektrowasser, Schläge, der Hund lässt immer noch nicht ab. Ist das gezüchtet? Das ist teils, teils. Also es ist gezüchtet, aber es steckt, das Potenzial steckt in diesen Hunden drin. Solche Hunde, das sieht man nicht auf offener Straße, die so hochgradig aggressiv werden. Die würden ja auch sofort auffallen. Jeder andere geht mit seinem Hund ganz normal Gassi, versucht sie ja zu sozialisieren oder hat sie sozialisiert. Und diese Hunde, die werden überwiegend vielleicht, wenn überhaupt, nachts ausgeführt, aber überwiegend findet sowas auf Firmengeländen statt, mit Hinterhof, die nicht einsehbar sind oder reine Zwingerhaltung. Hundekämpfe finden also im Geheimen statt. Niemand soll etwas davon mitbekommen, denn sie sind verboten. Allerdings sind sie sehr lukrativ. Hier in Deutschland ist es auch ein großes Geschäft, was die Leute damit machen. Da werden Spitzenpreise für die Gewinner bezahlt und im Hintergrund laufen noch Wetten in Wettbüros ab und, und. Bis zu fünfstellige Summen lassen sich damit verdienen. Ist auch Betty ein Opfer von solch illegalen Hundekämpfen? Mitten in Delmenhorst? Wir bekommen einen Hinweis, wer der Besitzer von Betty sein soll. Hat auch er mit den Kämpfen zu tun? Wir haben ein mulmiges Gefühl. Okay. Jetzt volles Rohr. Der Mann, der hier wohnt, will auf keinen Fall vor laufender Kamera sprechen.
Auf Betty angesprochen, zögert er lange. Am Ende sagt er nur, er kenne sie nicht und bittet uns zu gehen. Wir sind nicht richtig überzeugt. In der Nachbarschaft erzählt man uns dann, vor kurzem sei hier die Polizei gewesen. Gibt es einen Zusammenhang mit Betty? Unsere Recherchen deuten darauf hin. Dann ein neuer Hinweis. Wir stoßen auf eine Kennerin der Delmenhorster Hundeszene. Yvonne Kowalik hat in den letzten 9 Jahren immer wieder von Hundekämpfen in der Gegend mitbekommen. Aber wie komme ich denn da rein? Also ich meine, ich kann gar nicht. Du wirst gefragt, ob du möchtest. Ob ich mitmachen möchte. Ich kann da nicht hingehen und sagen, ich habe einen ganz tollen Hund. Nein. Ach, das ist klar. Ja, das ist ganz, ganz klar ist das. Ach so. Die kommt zu dir. Und für diese Kämpfe müssen die Hunde speziell trainiert werden. Wie macht man aus einem Hund einen Kampfhund? Geben Sie ihnen einfach das von klein auf, was Sie später von ihm erwarten. Bedeutet, diese Hunde bekommen ab der 6. Woche Yorkshire Terrier, Chihuahuas vorgesetzt, mach kaputt. Mach einfach kaputt. Egal wie laut das. Ja, das weiß ich. Ein Raubtier bekommt man durch Energie hochgepusht, indem man sagt, oh, oh, oh. Und dann sitzt da dieser kleine Hund, beispielsweise ein Yorkshire Terrier, und dann ist dieser jemand, der diesen Hund scharf machen will, steht mit seinem Hund so da und dann wird er immer oh, 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 und gib ihn und mach und tu. Und irgendwann ist diese Energie so da, dass der einfach nach vorne geht und das wird belobt. Das klasse, ja fein, toll, 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 toll. Und da, so kriegt man Hund scharf. Die Hundekämpfe finden immer an unterschiedlichen Orten statt. Deshalb bleiben sie offenbar so geheim. Wie ist Ihr Eindruck? Ermittelt die Polizei in der Sache oder kann sie da nichts tun? Ich denke, die können einfach nichts tun, weil keine Beweise eben da sind. Und die Leute einfach, die was wissen, einfach die Schnauze halten, weil sie Angst haben. Auf Nachfrage verweist uns die Polizei an die Staatsanwaltschaft. Die schreibt, derzeit liegen keinerlei konkrete Hinweise auf eine illegale Hundekampfszene in Delmenhorst vor. Hier in der Tierarztpraxis hält man es allerdings für realistisch, dass es solche Hundekämpfe gibt. Betty zumindest hat Glück gehabt. Sie ist fast wieder gesund und hofft auf ein neues Zuhause. Ja, noch hat Betty kein neues Zuhause, aber es gibt eine Reihe von Interessenten. Wir sind eins. ARD.